hier ist Becken, zack, ich sitze gerade im Kino, gleich fängt der Deadpool-Film an. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mich so auf einen Film gefreut habe. Ich könnte glatt eine ganze Ladenwagen Chimichangas verdrücken. Ey, Fettsack, ich will den Film gucken, alles klar? What the fuck? Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meiner Review von Deadpool. X gonna give it to ya, gonna give it to ya, X gonna give it to ya, gonna give it to ya. Wait, ich mach die Musik erst später rein. Wie später? Naja, wenn ich das Video nachbearbeite. Ich hab doch die Musik gerade gehört. Ja, ist okay. Ja, Leute, ich habe diesmal wirklich einen ganz speziellen Gast für meine Review eingeladen. Ich freue mich tierisch, dass er hier ist. Oh mein Gott, Alter! Hallo Leute, vergiss die Butterkugel hier. Ich weiß, ihr seid nur wegen mir hier. Jetzt geht's los mit unserer Review über meine Dokumentationsfilm. Der Film ist wirklich einfach unfassbar lustig. Leute, ich meine, unfassbar lustig. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal im Kino wirklich so gelacht habe. Natürlich muss man aber auch sagen, dass das ein sehr derber Humor ist und man muss einfach so ein bisschen den Humor dafür wirklich haben. Wenn man den nicht hat, dann hat man eventuell auch nicht so viel Spaß damit. Aber wenn ihr euch meine Videos anguckt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr tatsächlich so eine Art Humor habt. Tatsächlich ist der Film so vollgestopft mit Fanservice, dass man sich schon wirklich eigentlich relativ gut in den Comics und generell in dem Marvel-Universum auskennen muss, um wirklich alle Witze zu verstehen. Auch ein gesundes Maß an Wissen von Popkultur sollte man dabei haben, weil er natürlich nicht nur Witze innerhalb des Marvel-Universums macht, sondern auch verzweigt auf andere Filme, auf die Realität und so weiter. Es ist auch wirklich hervorragend, wie Ryan Reynolds selbst sich ständig selber durch den Kakao zieht. Auch Hugh Jackman wird als Wolverine nicht verschont und das ist wirklich der Hammer. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob man das für mich persönlich selber als kleines Lob auffassen kann oder nicht, aber oft ging es mir im Film so, dass das gesamte Kino still war und ich habe mich komplett weggehauen. Ich habe zum Teil einfach alleine gelacht, weil die Leute die Witze einfach nicht verstanden haben außer mir. Kennst du das nicht schon? Was meinst du? Von einem Tagesjob. Welcher Tagesjob? Als Enormo oder Clown. Gerade wenn man die alten X-Men-Filme kennt, oder zumindest glaubt sie zu kennen, aber man vielleicht nicht mehr ganz genau alles weiß, sollte man sich nach dem Ansehen von Deadpool auf jeden Fall nochmal X-Men Origins Wolverine angucken. Denn damit... Oh mein Gott! Nimm's weg! Nimm's weg! Da merkt man dann nämlich eigentlich erst, wie furchtbar, unfassbar scheiße, was für eine Unverschämtheit es war, was sie da mit Deadpool gemacht haben. Und deswegen bin ich einfach persönlich nur sehr, 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 sehr froh, dass sie es jetzt geschafft haben, ihn richtig darzustellen. Besonders cool ist es auch, dass sie wirklich Bob mit in den Film eingebaut haben, denn der ist sowas wie, man könnte fast sagen, Deadpools Sidekick. Und den hätte ich im Film eigentlich nicht erwartet. Aber Sidekick, vielleicht ist er auch so eher sowas wie sein Nutztier. Ja, genauso wie bei Mario und Yoshi. Trotzdem muss man leider sagen, haben sie einige Änderungen durchgehen lassen, die mal krass anders zu den Comicbüchern sind. Zum Beispiel wäre da die Liebesgeschichte, die in dem Moment noch vertretbar ist, weil sie halt das Grundgerüst ist für jeden 0-15 Film. Man baut eine Liebesgeschichte ein und dann kommen sich zwei Charaktere näher und der Held hat einen Grund, um seine Tussi zu retten. Und das ist aber in den Comics eigentlich nicht so, dass Deadpool so eine harte Liebesgeschichte hat. Und in dem Film ist sie wirklich sehr zentral. Das erinnert mich daran, wie wir uns beide kennengelernt haben. Cooles Deadpool-Outfit. Danke. Wo hast du's her? Von Spider-Man. Aber wisst ihr, die Änderung, die mich tatsächlich stört, und ich meine wirklich richtig, richtig stört, weil sie einfach komplett out of character ist, ist, dass Deadpool nicht zu den X-Men gehören möchte,
aber die X-Men Deadpool eigentlich haben wollen. Und das ist Bullshit. Denn normalerweise ist es so, dass Deadpool zu den X-Men, zu den Fantastic Four, zu den Avengers und so weiter überall dazugehören will, weil er es einfach lustig findet. Und die sagen einfach alle zu ihm, verpiss dich, du Spasti, wir wollen dich nicht. Aber in dem Deadpool-Film ist es einfach komplett umgekehrt. Und das ist einfach ein bisschen merkwürdig. Deadpool weiß in dem Film auf jeden Fall zu gefallen, denn endlich ist es der Deadpool, den man aus den Comics kennt. Er hat eine große Fresse, er macht seltsame Witze, er ist ein bisschen plemplem im Kopf auf jeden Fall. Und das ist genau das, was man von Deadpool haben möchte. Und sie haben es wirklich gut geschafft, sein Wesen einzufangen, auch wenn sie ihn nicht zu 100% richtig hinbekommen haben. Ich muss sagen, leider fehlen mir so ein bisschen die inneren Monologe, die er immer wieder hat. Die einfach zu Deadpool dazugehören. Denn oft ist es so... Was meint der fertige Cartman damit? Ich glaube, der meint uns damit. Es ist wirklich einfach erfrischend, endlich mal einen brutalen Marvel-Film zu sehen. Also eigentlich ist es ja kein Marvel-Film, sondern wieder einer von Fox, denn Fox hat ja leider die Rechte an den X-Men und den Mutanten und den Fantastic Four und so weiter, aber das kennen wir ja schon. Aber das Quellmaterial ist natürlich von Marvel und da ist es einfach mal wirklich schön, einen Film zu sehen, der nicht ab 12 freigegeben ist, denn das sind in der Regel alle anderen Marvel-Filme. Deadpool ist ab 16 und das muss er auch sein, denn da gibt es Sex, da gibt es Gewalt, da gibt es Alkohol, da gibt es jede Menge Blut und jede Menge eklige Szenen und viele Leute gehen da gerade total steil drauf, weil sie sagen, sowas gab es ja vorher noch nie in einem Superheldenfilm. Stimmt nicht ganz. Kick-Ass hat das alles schon vorher gemacht. Kick-Ass hat das eigentlich schon alles viel früher und vorher gemacht. Auch wenn er aber nicht den krassen Witz von Deadpool hatte. Und bei Deadpool ist halt einfach die Besonderheit, dass er einfach den Witz von zum einen Film wie Kick-Ass mit der Gewalt halt kombiniert. Dadurch einfach noch umso witziger wird. Zu der Figur von Deadpool muss man einfach wissen, dass Deadpool selbst wirklich die personifizierte Parodie ist. Denn Deadpool mit bürgerlichen Namen Wade Wilson ist eine Parodie auf den DC Comics Charakter Deathstroke, der Slade Wilson heißt. Und Marvel hat den vor Jahren wirklich nur ins Leben gerufen, um diesen einen Charakter zu verarschen. Und das ist ihnen auch hervorragend gelungen. Und deswegen hat Deadpool tatsächlich einfach die Lizenz, um nur Scheiße zu bauen. Wait, hör auf mit dem Blödsinn! Ich bin nicht Wade! Du bist nicht Wade? Wer bist du dann? Ich bin Batman! Aber wisst ihr, genau diese Ironie und diese Parodie, die sich durch den Film zieht, die sich einfach durch das gesamte Deadpool-Franchise auch in den Comics zieht, das ist das, was den Charakter ausmacht. Das ist das, was bei dem Charakter Spaß macht. Alles andere ist eigentlich nur sinnloses Beiwerk. DC ist eh besser als Marvel. Wieso findest du als Marvel-Figur DC besser? Batman Punch! Meine Fresse, dieser Typ gibt mir sowas von auf den Sack! Hey, zack, krieg ich noch eine Katze hin? Nein, du kriegst keine verdammte Katze mehr. Ich krieg noch eine Katze hin. Nein. Ich krieg noch eine Katze hin. Nein. Ich krieg noch eine Katze hin. Verdammte Scheiße, nein, du kriegst keine Katze mehr! Mann! Ist ja niedlich. Und du glaubst wirklich, dass du das hier in der Hand hättest? Hallo Internet! Nein, ihr seht gerade nicht den Deadpool-Movie, auch wenn das hier wahrscheinlich der beste Fourth-Wall-Break ever ist. Viel Spaß mit der Review von Metcalypse! Jimmy Chang, das Freunde! Wisst ihr, ich habe den Film jetzt schon zweimal im Kino gesehen, tatsächlich. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass er im Englischen noch besser ist. Das liegt einfach daran, weil ich glaube, dass viele Witze aus dem Englischen nicht gut ins Deutsche übernommen wurden, beziehungsweise übersetzt wurden. Manche Sachen kann man natürlich auch nicht eins zu eins übersetzen oder genauso übersetzen. Manche Witze funktionieren einfach nicht in Deutsch. Das wird dann ganz deutlich, wenn halt Deadpool irgendwelche Gags reißt und man merkt, dass er sehr gehetzt wirkt. Das liegt jetzt aber wahrscheinlich daran, dass die Worte dann halt im Englischen kürzer sind als im Deutschen, dass im Deutschen einfach mehr Zeit gebraucht wird, um diese Worte auszusprechen. Aber das ist nicht wirklich die Schuld von dem Film, sondern eher von dem Lokalisierungsteam. Weißt du, warum ich dich so gerne hab, Captain Adipositas? Nein, warum, Mr. Pool? Weil du der Einzige bist außer mir, der ebenfalls zu Menschen redet, die keiner sehen kann.
Zum Beispiel den da. Oder den da. Oder aber, hey, nimm die Hand aus der Hose, das ist Schweinkram. Das war kein Junge, zu dem ich gerade geredet habe. So, Leute, das war's jetzt auch schon fast mit unserer Review, aber wie immer fasse ich das Ganze nochmal kurz für euch zusammen. Der Film ist unfassbar hammerlustig. Wirklich richtig, richtig lustig. Es gibt unfassbar viel Fanservice und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es kann sein, dass wenn man sich nicht wirklich so gut im Marvel-Universum und in der Popkultur auskennt, dass man dann eventuell manche Witze gar nicht versteht. Aber hey, wenn ihr wirklich alle Witze versteht, dann könnt ihr euch geehrt fühlen, so ein bisschen. Außerdem hat der Film auch einfach mal so ein richtig schönes Maß an Gewalt, was man von den herkömmlichen Marvel-Filmen so gar nicht ungefähr gewohnt ist. Und Deadpool ist halt einfach ein unfassbar lustiger, krasser Charakter. Trotzdem muss man sagen, dass es einige Punkte gibt, die nicht ganz so gelungen sind. Zum einen wurde ja halt, wie ich schon gesagt habe, einiges in dem Film verändert im Bezug auf die Comicbücher, was mir nicht so ganz in den Kram passt, weil das so ein bisschen wirklich out of character ist, wenn Deadpool zu den X-Men möchte und die X-Men auf einmal Deadpool haben wollen und nicht umgekehrt. Außerdem ist die Story des Films halt einfach sehr 0815 und man hat das schon in jedem anderen Film vorher gesehen. Aber wisst ihr, hey, Deadpool ist der Star des Films, es kommt auf den Humor an von Deadpool, was Deadpool macht, was für eine kranke Scheiße er da abzieht. Also, wenn ihr auf diesen kranken, komplett bescheuerten Humor steht, dann geht unbedingt in Deadpool rein und ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn ihr solche Videos guckt wie dieses hier, dass ihr solch einen Humor habt. Deswegen angucken, auf jeden Fall! Wenn ihr jetzt aber jemand seid, der den Trailer schon nicht so lustig fand und mit dieser Art von Humor nicht so viel anfangen kann, dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt in den Film reingehen. Ich meine natürlich, es ist der beste Film ever. Hier habe ich was Tolleres gesehen. Alle sollten in den Film gehen. Deadpool gewinnt sicherlich eine Fick-Killion an Oscars. Es ist der beste Film ever. Also, deswegen sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Und geht alle in den Deadpool-Film. Der bringt mich sonst um. Piu, 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 piu. Wisst ihr, Kinder, bald ist wieder Weihnachten. Und das regt uns doch alle irgendwie zum Helfen an. Denn in dieser besinnlichen Zeit ist es wichtig, dass wir uns einander unterstützen und füreinander da sind. Und auch immer mal wieder für andere hart anpacken. Und darum möchte ich euch bitten, abonniert Bacon Sucks YouTube-Kanal. Oder schenkt ihm einfach einen Riegel Butter. Da freut sich der Kleine. Viel Spaß bei meinem Film wünsche ich euch und frohes neues Jahr.